das gute Stück. Ist, kommt auch nicht direkt aus Deutschland. Nicht kommt ganz. Aus dem Nachbarland, das Auto. haben wir immer ein bisschen Vorteile, so TÜV-Geschichte. Ja. Aber zu dem Thema, also das, was sagte der Kunde, er ist eine 5.5 gefahren. Wir werden aber gleich mal noch selber fahren, eine Runde damit. Ja. Und zwar wird heute unser Sascha fahren. Der kann etwas besser schalten als ich anfahren, gebe ich ganz offen zu. Da er öfters mal in den Videos gemeckert hat, dass die Autos eigentlich die Leistung nicht haben können wegen den Zeiten. Ich kann es immer nur wieder sagen, wir sind zu zweit. Der ja. Sascha ist auch nicht unbedingt gerade Fliegengewicht, so wie der Beifahrer. Ja, soll das sein, ja. Gut, ja, wir haben einen RS3. Ja. 8V2 Limousine. Richtig. Wir machen mal einmal die Haube auf. Ja. Ist immer schön, wenn die von außen so Serie aussehen. Ja, das stimmt allerdings. Dann, so, da steht übrigens noch einer. Das ist die gleiche Ausführung, nur in Grau. Genau. Sehr lustig, warte Ganz mal. Ganz interessant. Das stimmt allerdings. Rot. Ja, krass. So. Hinterher werden die fast gleich aussehen, auch im Motorraum. Ja, bei dem Motor hatten wir schon mal Kolben und Pleuel gemacht, beziehungsweise keine Kolben, sondern nur Pleuel. Ja. Der hat schon Upgrade-Lader drauf, wie gesagt, so um die 670 PS ungefähr hatte der gehabt. Wir haben hier schon von uns den Drosselklappenbogen verbaut, ein anderes Pop-Off reingemacht. Ja. Der Kunde selber hatte eine APR-Ansaugung eingebaut. Ja, ist damit schon ein bisschen Zeit gefahren. Das, was er sagte, 5.5. Aber wie ich schon gerade erwähnte, werden wir gleich nochmal selber eine Zeit fahren. Und wollen euch dann mitnehmen, sag ich mal, den Umbau machen. Der wird dann umgebaut auf unser großes Kit, was ihr schon aus dem TTRS kennt. Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir werden auch bei dem Fahrzeug, der Kunde hatte sich von uns eine Abgasanlage gewünscht. Der hat jetzt schon eine andere drunter. Meinte aber jetzt in dem kompletten Zuge, dass wir von uns eine drunter machen sollen, ja. Weil ihm die vom Klang her sehr gut gefallen hat, halt wirklich dieses Unterschied zwischen Klappe offen, Klappe zu. Das ist wirklich Wahnsinn bei der. Genau. Und was mir gerade einfällt, wir werden hier auch nochmal ein separates Thema zu machen. Und zwar werden wir das Thema Deku 500 und Kupplung aufgreifen. Ja. Weil wir jetzt doch gemerkt haben, also ja, wenn du bei den Großen mitspielen willst, sage ich mal, und 800 plus Pace fahren willst, dann ja, gibt es dann doch schon mal Probleme mit der Kupplung nach einer Zeit. Ja. Und da werden wir jetzt nochmal das Thema aufgreifen, werden was kupplungstechnisch machen, mit ein bisschen mehr Lamellen drin. Ja. Das Ganze wird dann Sascha... wird dann noch mal ein bisschen was, wenn wir das die einbauen, werden wir noch mal ein bisschen was zu erklären, welche Kupplung wir verwenden, was wir machen genau. Der Kupplungskorb wird auch anders sein, aber das werden wir dann halt noch mal in dem Video erzählen. Okay, also heute geht es dann erstmal nur darum... Genau, Bestandsaufnahme mal wieder, schon lange nicht mehr gemacht haben, dass unser Sascha gleich mal eine Runde mitfährt, ja. Einfach eine Zeit misst und dann haben wir einen Ausgangspunkt, von dem wir anfangen können. Und den Vergleich mal zu später haben, sag ich mal, wenn unser komplettes Kit drin ist. Ja. Wie sieht das Ganze aus? Wie fährt das Ganze? Wie schnell ist das Ganze? Genau. Wie schnell ist das Ganze diesmal in der Limo? Also in der RS3 Limo und nicht in einem TTRS? Ja, also der TTRS ist ja wirklich schon schnell, aber einfach mal zu gucken, was wirklich in dem Auto, was da für Unterschiede sind. Ja. Von diesen ganzen Stufen, sag ich mal, TTRS, RS3 Sportback und Limo. Sportback werden wir bestimmt auch noch mal haben, wo wir mal messen können. Aber wir fangen jetzt, wie gesagt, erstmal nur mit der Limo jetzt an. Genau. Und ja. Also Frage, kurze Frage zu dem offenen Luftfilter. Genau. Ist das gewollt? Ja. Das ist von APR so ein Kit, was die haben, halt mit dem großen Luftfilter. Ja. Wir werden das Ganze jetzt mal auch gegenüberstellen, weil in den nächsten Tagen wird der abgestimmt, ja. Und der hat einen Original-Luftfilterkasten drin, genau. Der ist komplett auf Originalbasis. Da werden wir das mal gucken, wie weit geht der Luftfilterkasten mit unserer Ansaugung. Ja. Und dann haben wir nochmal den Vergleich zu den offenen,
Ist natürlich ein bisschen schwierig, der kommt auch aus dem Ausland, aber ist natürlich ein bisschen schwierig, hier in Deutschland mit so einem offenen Luftfilter rumzufahren. Ja. Wir versuchen natürlich immer wieder so dieses Understatement zu halten. Wir können ja gleich mal einmal kurz die Haube aufmachen, dass man mal sieht, wie das Ganze da drinnen aussieht. Sag ich mal, im Vergleich zu so einer offenen, großen Luftfilter. aber wir wissen selber noch nicht, Original-Luftfilterkasten, wie viel Leistung kann der ab? Ja. Ohne zu bearbeiten, vielleicht unten dann nochmal bearbeiten. Aber wir werden es jetzt einfach mal testen, ausprobieren. Wir haben einen guten Vergleich, wenn beide da sind. Genau. Es geht ja auch darum, dass man es einfach auch mal wirklich, wir mögen es, wir sind ja auch Herr Wilms, dass er immer erstmal gerne testet und guckt, wie weit gehen die Sachen, ab wann muss man was verändern und wie kann man das Ganze gestalten, um so weit wie möglich mit Serienteilen zu kommen. Ja. Und das ist gerade so das, was uns richtig Spaß macht, wirklich das zu testen und zu gucken einfach. Ne? Mhm. Das ist so cool. Unser Ding, sage ich mal. Dann holen wir uns Sascha gleich dazu. Und genau. Dann schwingen wir uns ins Auto und drehen eine Runde. Sollen wir nochmal in den Motorraum gucken? Ja, ich hole mal eben den Schlüssel und dann alles gucken wir weiter. Bis gleich. So, Schlüssel habe ich. Eigentlich müsste man die beide näher aneinander stellen, oder? Dass man so mal beide so rüberfilmt. Das ist ja auch wirklich genau die gleiche Ausstattung haben, ne? Und wir haben die gleichen Felgen drunter. Hast du noch keinen Knopf für Motorhaube auf? Nein! Für Heckklappe gibt es einen Knopf. Die sollten mal einen für Motorhaube machen. Ah. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, wir wollen nicht zu viel verraten und nicht zu viel hier zeigen. Hier kommt auch noch ein Video zu. Genau, das wollen wir machen, wenn das Fahrzeug abgestimmt ist. Ja. Was eigentlich schon passieren sollte, aber zeittechnisch ist momentan gerade alles ein bisschen schwierig und letzten Tage war Prüfstand auch viel belegt und deswegen so werden wir das in den nächsten Tagen. So sieht das dann original aus. Bin gespannt. Ja. Dann würde ich sagen, wie gesagt, schnappt ihr den Sascha, such den gleich mal und dann dreht ihr eine Runde. Machen wir so. Alles klar, bis später. Bis später. Beide mal das Vergnügen. Ja, Arthur hat leider keine Zeit. Ja. Der muss auch mal ein bisschen ins Büro. Der muss auch mal ein bisschen arbeiten. Ja. Das filmen wir jetzt nicht. Nee. Jetzt erstmal schön warm fahren. Ja. Und dann mal gucken, was wir hier für eine Zeit kriegen. Was hat Arthur gesagt? Ich glaube 670 besser. Oder? Genau, 670 meinte er. Ja. Ich denke, das kommt auch hin. Warum fahren wir die Zeiten? Wir fahren, machen eine kleine Bestandsaufnahme. Ja. Weil ich glaube, da wird was dran gemacht. Ja, ich habe da auch schon was gehört. Ich habe da schon was. Ich denke, das wird gut. Ich glaube, das kommt was Großes. Ja, einer meiner Lieblingsprodukte. Ja. Rohrkrümmer. Rohrkrümmer. Boah, das ist echt. Also soundmäßig und leistungstechnisch ist echt krank geil, ne? Ja, vor allen Dingen kriegt er ja auch noch nachher unsere Abgasanlage. Ja. Wo wir leistungstechnisch nachher hinwollen, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich weiß nicht, was er da mit dem Kunden abgemacht hat. Aber man muss schon mehr bei rumkommen, ne? Ich glaube, eine 8 wird eventuell vorne stehen, oder? Ja, das sollte vorne stehen. Ja, das denke ich auch. Ich meine, so gehen die Dinger ja schon echt verdammt gut. Ja. Und dann
Mit Ronnys bin ich leider nicht gefahren. Oh, der war schön. Oh, der war richtig der geil. Der war schön. Also, ich bin ja schon echt versaut, was Thema Leistung fahren angeht. Ja. Aber das war nicht der leistungsstärkste, den ich gefahren habe. Aber wie der Motor das entfaltet und wie der Antrieb das rüberbringt, ist sehr, sehr gut. Krank? Ja, doch, krank könnte man sagen. Krank könnte man sagen. Ja. Das Lustige war, ich stand auf dem Platz und habe dann nur hier auf A33 einen Ballern hören. Ach ja, da haben wir die Straßenabstimmung gemacht. Zuerst fahren wir immer auf dem Prüfstand und dann kontrollieren wir das auf der Straße nochmal, ne? Weil für Prüfstand versuchen wir schon so gut wie möglich die Lastverhältnisse darzustellen. Aber Straße ist immer wieder was anderes. Ja, ja. Das war echt krank, also ich hatte wirklich ein Grinsen. Ich musste wirklich kurz laut lachen, als ich das gehört habe. Ja, es kam auch mal vor, als wir 100, 200er Zeiten gefahren haben, dass wir vier Striche auf der Straße gemacht haben. Boah. Dass wir da mal, ja, war schön. Ich glaube, das wird der hier nicht ganz schaffen. 100, 200, vielleicht 0, 100. Wir haben ja jetzt hier eine RS3 Limousine. Ja. Und die, also nach meiner Meinung nach finde ich, dass es sich im TTS, ich sag jetzt einfach schneller anfühlt, es kann ja auch schneller sein, ja. Fahrwerktechnisch, Aerodynamik, da stinkt die Limo nicht so mit an, ne? Ja, genau. Das ist halt der TT ist halt flacher. Aber ich denke, zeitlich sollte dennoch da was nah dran sein. Ich denke, dass der TT immer so 102, also 1-2 Zehntel schneller sein wird. Ne? Man muss dazu sagen, jetzt einmal, das ist nicht die originale Abgasanlage. Nein, er hat eine andere drunter. Genau, weil wenn sich jemand wundert, dass warum es so laut hier drin ist. Ja, ich kann es auch eben kurz ein bisschen leiser stellen, nur ich fahre dann meistens, wenn ich schon mal losfahre, dass ich es einfach nicht vergesse. Ne? Ja. Also hier ist jetzt eine andere drunter, der bekommt, aber auch unsere. Genau, unsere, die wir jetzt bei den TTE 700 und sowas mit TÜV auch verbauen. Ne? Genau. Die ist jetzt auch unter dem, das war das Golf 7R. Genau, die ist auch drunter. Da hört sie sich richtig gut an. Also der Unterschied zwischen laut und leise ist schon echt ein guter Unterschied. Ja, da freue ich mich wieder drauf. Auf die Abgasanlage. Auf das ganze Projekt. Ja. Ist es zwar klar, es ist ein bisschen nervig, den Rohrkümmer und sowas da reinzubauen und das alles anzupassen, aber es macht einfach Spaß, ne? Wenn du weißt, was danach rauskommt. Ja. Ja, ich glaube, das ist immer das Coolste, ne? Wenn du das baust und nachher das Ergebnis siehst. Genau, und vor allen Dingen die Zufriedenheit vom Kunden dann hat. Ja. Vor allem der Kunde fährt jetzt ein schnelles Auto. Und fährt dann ein brutal schnelles Auto. Wobei das ja wirklich schon brutal schnell ist. Für jemanden, der das nicht so kennt. Ja, du könntest schon mal Draghi anmachen. Wir haben jetzt Betriebstemperatur. Draghi läuft. Autobahn bietet es auch gerade an. Ich denke, wir fahren einmal in normal schalten. Und danach fahren wir mal einmal selbst geschaltet. Mal gucken, wie das Getriebe auch so gestimmt ist. Ne? Das war jetzt normal 695 S gefahren, ne? Ja. Schon stramm. Ja. Da, wenn du alleine fährst, schaffst du, wenn du selber schaltest, bestimmt nur 5. Meinst du nicht? 9 ist hart. Also mit der Leistung, wie sie jetzt ist, würde ich sagen. Okay. Hast du das Gefühl, dass, weil du das ESP jetzt ausstellst? Ich hatte immer Regeln drin. Hast du drin gehabt, ne? Ja. Ich muss dazu sagen, heute ist es leicht feucht. Ja. Und darum werde ich auch immer nur versuchen, in den Geraden voll draufstehen zu bleiben. Ja. Weil es gesünder ist. Ja.
gesünder fürs Wohl. Ich finde dieses Pop-Off auch nicht schlecht. Das ist geil, ne? Als du eben aus dem Gas rausgegangen bist. Ich glaub, vielleicht hat man es auch auf der Kamera gehört. Ja, wir haben ja hier auch schon das große Tierleim eingebaut. Ja. Weil wir halt Probleme hatten, die Luftmenge aus dem System zu kriegen mit dem Kleinen. Okay. Schalten hatten wir einmal Wheelspin und einmal oben raus. Habe ich gemerkt. Ja. Also es ist schon eine sehr gute Zeit mit dem grauen TTS, ja, der 700 hatte. Aber da merkt man auch wieder die Aerodynamik und alte Allradtechnik, ne? Ja. Da war die Zeit ja etwas schlechter. Ich weiß gar nicht, was sind wir bei dem grauen TTS gefahren? Der graue TTRS. Hm. Muss man mal nachgucken, weiß ich gar nicht. Ja. 7-7. Ich meine, wir waren hier langsamer gewesen. Bei dem TTRS. Ja. Den muss man nachgucken, ich weiß es gar nicht aus. Ja. So. Aber gut, die 6-5 ist schon, oder 6-5-7 ist eigentlich schon. Alle 6-4 sollte drin sein. Meinst du, aber du wiegst auch ein bisschen was, ne? Ich weiß. Also wir haben jetzt hier einen dreiviertelvollen Tank. Ja. Du wiegst, glaube ich, mit deiner Größe um die 90. Nee, 100 jetzt. 100, genau. Ja. Ich habe, als ich mich vor der Diät gewogen habe, habe ich ehrlich 112,4 gewogen. Und ja, gestern hatte ich 109,8. Okay, also 100, sagen wir 210 Kilo. Nein, nicht ganz. Ne? Ja, 210 Kilo und der volle Tank halt. Der volle Tank, ja. Dafür ist die Zeit schon nicht schlecht. Mann, wie schwer ich eigentlich bin. Wir machen gleich nochmal eine Fahrt. Dann filme ich auf dem Tacho. Mach das. Also, ja. Fühlt's gut an, ne? Ist so geil, ich liebe das. Das Auto ist wirklich... Also diese 5 Zylinder sind einfach nur geil. Kannst sagen, was du willst. Ja, definitiv. Da kriegen wir jetzt Besuch? Nein. Nicht umgedreht. Weißt du noch, als man so früher war, so 14, 15, wo man seinen Roller von 25 auf 50 gemacht hat, wenn dann so ein Polizei vorbei war, denkt, hey, mein Rückschnitt, komm, dreh so um. immer das Gleiche. Ja, aber ich meine, bei dem ist ja alles sicher, ne? Aber trotzdem. Doch, hat mich gerade echt so gefühlt. Auch wenn du Polizei überholst auf der Autobahn, guckst immer in den Rückspiegel. Ja, immer. So. Ich will mal auf dem Dach hoch. Ja. So, ich wäre bereit. Ja, ich auch. Gleich ein bisschen durch, wenn wir ein bisschen frei haben. Ja. Nur wie gesagt, es ist feuchter, da habe ich lieber ein bisschen mehr
besser ist es. Hast du recht. So. Eine Kleinigkeit kommt noch von hinten. Was im Sinne des Wortes? Jetzt ist es bei mir angekommen. Das ist gerade perfekt. Hinter uns macht gerade LKW-Elefantenrennen. Optimal. Bist du bereit? Ja. Habe ich, darum fragte ich, was weil so perfekt geschaltet war, ne? Also 6.3, ich blende es noch einmal ein für alle. Wir haben gerade noch nebenher am Handy gefilmt. Ja. Also 6.3. 6.3 ist doch fein. Ist doch super. Für die Leistung, ja. Zu zweit. War eine 6.4. Mhm. Langsam weiß ich, wie das Auto tickt. Das war ja bei dem grauen TTS. Ja, war es auch so schalten, weil er so früh geschaltet hat. Ja, genau. Aber das war ja auch wegen der Momentaufnahme. Ich glaube, also wenn das noch nicht jemand gesehen hat, das blenden wir nochmal ein. Da gerade ein bisschen gesearched. Ein bisschen nach Grip gesucht. Ja. Können ja gleich mal von Null anfahren. Gerne. Wenn du die Kamera ruhig gehalten kriegst. Ich hau ich mir selber eine Fresse. Zack, zack. Warum kommst du nicht zum Training? Ich hab keine Züge mehr. Meine Nase ist geworden. Ja. Ist das BG? Könnte sein. Könnte sein, ne? Man merkt richtig, wenn du jetzt bei sogar leicht feuchtem Wetter mit ESC anfährst, dann merkst du richtig, wie er in dem, mit dem Ladedruck schwankt, wenn er anfängt, Schluft zu kriegen. Na, da reagiert er ja ziemlich schnell drauf. Ja. Und jetzt, da hätten wir jetzt, glaube ich, auch nur eine 6.8 oder eine 6.9 gefahren. Und sobald du ausmachst und auch mal ziehen lässt, dann wird die Zeit besser. Aber ich finde das immer bemerkenswert, wie sensibel die Funktionen sind. Ne? Ja. Also wie gut die sind für jedermann, damit jeder quasi das Auto fahren kann. Ja. Obwohl es eigentlich jeder fahren sollte. Also das wäre jetzt auch so eine Sache, die würde ich auch keinem Burschen geben, der vielleicht 2-3 Jahre den Führerschein hat. Auf gar keinen Fall. Weil irgendwann, das Problem ist irgendwann, sagen wir mal, du fährst jetzt eine halbe Stunde Autobahn, 240, 250, ne? Ja. Einfach so, weil es der Durchschnitt nur zulässt. Du kannst ja auch damit über 300 fahren, so ist es ja nicht. Und dann fährst du auf eine Landstraße als junger Bub, hast noch die schnelle Geschwindigkeit drin und dann fährst du da mit 120, 130 vielleicht sogar nur und verschätzt dich dann um 70 km/h in der Kurve oder sowas. Ja. Das kann das Auto auch nicht mehr retten. Auf gar keinen Fall. Das ist krass, ist ja auch, wie schnell der beschleunigt und wie schnell die Autos kommen. Ja. Also der Abstand. Wie viel Distanz du in der Zeit machst. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also in der kurzen Zeit, wie viel Distanz du zurücklegst, das kriegst du ja gar nicht gebremst, wenn du nicht rechtzeitig im Anker stehst. Auf gar keinen Fall. Ich fahre jetzt auch nicht noch mal eine Zeit, das allerhöchste, was wir haben die 6.3 gemacht, genau. 6.4 habe ich erwartet, so roundabout, ne? Ich glaube, das reicht auch. Ja. Nehmen wir den Tunnel mit? Mhm. Selbstverständlich.
Ich kann nicht runter machen, wenn, dann musst du runter machen. Lass mal hinten runter. Hinten ist immer am besten. Ja, stimmt, da kommt der Schall so schön. Ne? Ja, genau. Oh, da werden wir auf jeden Fall Wheels machen. Das ist immer wieder geil. So. Einfach gerade, was war das? Zweite Gang? Ja, zweite Gang und dann dritten rein, dritte Aufrollwheel. Einfach über alle vier wieder geil. So lobe ich mir das halt schon. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht von null anzufahren bei dem Wetter. Ich glaube auch nicht, aber es macht halt Spaß. Ja, schon, aber wir wollen ja auch nicht kaputt machen. Nein, das stimmt. Ich werde es auf jeden Fall ohne Lounge losfahren, aber... Ja. Antesten, ab wann er kann. Hm. Launchen wir die Omi weg? Wir fahren einmal hier berghoch. Ja. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Ja, wenn er zu viel dreht, schalte ich auf jeden Fall, weil sonst machen wir die Momente kaputt und dann passt das im Zug nicht. Boah, wir hatten aber einen guten Grip, ey. Alter, sehr gut. Jo. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast einfach ein feines Füßchen. Naja. Hat die Steilkappen heute rausgenommen. Maybe. Abblubbern. Der hat das wenigstens nicht so, dass er schießt, sondern dieses leichte. Ja, genau. Schießen mag ich nicht so gerne. Klar, es macht mal Spaß, ne? Wenn du mal einen so von 10 hast. Aber mehr muss es auch nicht sein. Weil irgendwann ist es auch unangenehm. Ja. Also ich finde, wenn du dann mit so einem Ding irgendwo rumfährst. Na toll. Einfach mein Handy aus der Hand gefallen. Nein. Was war das denn? Boah, krank. Passiert. Ja, was willst du machen? Aber trotzdem guten Grip gehabt. Ey, das war richtig guter Grip. Alter Belli, ey. Ich hab mich selber erschreckt. Ja. Aber das war das, was ich dir sagte mit der Momentenaufnahme. Dann schaltet er einfach nicht. Ja. Wie kommt das dann? Ist das dann einfach... Weil er es nicht annimmt? Er weiß nicht, wo er ist, weil ihm das zu schnell ging. Ach so. So, jetzt mal wieder leise, weil wir sind hier in der Ortschaft. Ja, besser ist es. So. Ach nee, individual war ja laut. Also wer individual nicht laut hat, weiß ich auch nicht. Irgendwas ist im Kofferraum, ja. Scheint Katasatzrohr zu sein. Ich glaube, irgendwie sowas ist es, ne? Ja. Hast du alles angespannt? Alles angespannt. Gut, es geht. Wir sind im vierten. Ja, ich hab's gesehen. Wir sind im vierten, ne? Ich habe aber nicht geschaltet.
Ich habe sowieso eine Draghi-Zeit. Ist so ein Komfort gelauncht? Der macht sie aber dann auf, der hat eine. Wenn du auf S schaltest. Genau. Ja. Also, ja. Feeds brauchst du bei dem Wetter nicht. Brauchst du nicht 5, 4, 6 war das Beste. Mit Wheelspin sein Vater. Was habe ich jetzt auch gemacht? Ja. Aber auch nur, weil sie so doof geguckt haben. Genau. Das war so, ja, guck dir das Billo-Auto an. Billo, sein Vater. Oh, herrlich, ey. Das macht immer wieder Spaß. Weißt du, eigentlich habe ich das, dachte ich, ich wäre erwachsen geworden. Nein, sowas nicht. Gut. Okay, ich würde sagen, da war ja was, ne? Ja. Ja, wie fange ich an? Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben eine gute 6-3 gefahren. Ich denke, bei trockenem Wetter wäre es ein bisschen besser gelaufen. Ja. Aber ist ja keine schlechte Zeit. Nein, ist eine sehr gute Zeit, genau, für das Wetter und für die Leistung. Auf jeden Fall. Ja, wir freuen, also ich freue mich zumindest auf den Umbau. Ja. Hoffe, dass es alles schnell und gut über die Bühne geht. Und dann sehen wir uns, denke ich, spätestens oder mit Arthur spätestens wieder, wenn das Auto fertig ist. Neue Zeiten, Prüfstand etc. Genau, geht das volle Programm wieder weiter. Im nächsten Teil, also Teil 2 dann beim nächsten Mal. Ja, genau, dann Teil 2. Perfekt. Also abonnieren nicht vergessen. Genau, abonnieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dass ihr auch wisst, wenn ein neues Video kommt. Genau, ganz wichtig. Ganz wichtig. Instagram, Facebook. Das Übliche. Das Übliche halt. Genau. Ciao. Ciao.